Hallo, meine Lieben! Einen wunderschönen guten Abend an alle, die hier dabei sind. Wie geht's euch? Wie war euer Tag? Was habt ihr Schönes getrieben? Ah, ich muss mal unbedingt noch was zum Trinken holen. Warum ist es auf Deutsch? Warum ist das Game auf Deutsch gerade gewesen? Hä? What the fuck? Wer hat das Spiel auf Deutsch umgestellt? Warum hat sich das Spiel auf Deutsch umgestellt? Eins muss ich dem Pizza Tower definitiv zusprechen. Die Musik overall ist zu großen Teilen echt geil. Aber die Musik ist wirklich, wirklich top notch. Was ich ein bisschen schade finde, dass ich nirgendwo auf die Schnelle Stockwerke komme, sondern hier jedes Mal hinlaufen muss. Ah, die Switch ist eine Lokalisierung gekriegt und die hat sich wohl automatisch angepasst. Ah ja, okay. Ups. Da hätten wir wieder den Beweis, Switch ruiniert alles. Slam! Lol. The Pig City. Das ist sowas von Wario Land inspiriert. Lol. You got new clothes. Oh, der hat mich zerstört. Achso. Geil. What the fuck? Wie cool ist das denn? Den? What the fuck? Cool ist der Taxifahrer, ziemlich cool. Ich schwöre da, ich hab da irgendwas gesehen. Fucking zu nehmen.
war meins. Ah ja. Okay, dann gibt's ja noch. Ich liebe diese Bilder. Okay, das ist so cool. Das ist wirklich cool. Das war so cool. Map, map. Ach Gott, na, wie ich nicht dazu kam, da hoch zu springen, ist das mehr. Ha! Danke für den Follow. LOL. Oh! LOL. Die Ratte oben scheiß Zeitung liest. This is the Switch version. Nope. Steam. I've been playing this for 1 or 2 days already. I didn't even know about the Switch release until a few minutes ago. Idiot, hab den F4-Taxi verpasst. LOL. Damn.
Aha! Secret! Nice! Fuck. Meow. Fuck. Double fuck. No. Shit. Well, fuck me. Lol. Let's go. Refrigerator. Fair enough. Lol. Bullshit! Fuck you.
Ha? Dun, dun, dun. Bullshit! Ah, jetzt ist alles aufgetaut. Jetzt kann ich da nicht rein. Interessant. Dun, dun, dun. Ah, fuck me. Wow. Okay. Langsam. Danke. Ups. Fuck ist das jetzt, Alter? Ich hasse es, wenn das so stehen bleibt an der Wand. Ah.
Ah. Satan's Choice. Lol. Lol. Funke! Ich hab halt keine Ahnung, wo der Hausmeister hingehört, weil ich hab ihn eigentlich original nicht gesehen. Das ist ein Raum nicht. Ah, da ist er. Free Milk, Alter. No. Knapp. Was hat mich jetzt getroffen? Ich hätte fast S gehabt, oder? Ich meine, gut. Ich war auch mehr oder minder invincible und bin durch alles durchgelaufen, also. Ach, das war witzig. Rent the Boss Gate. Komm, das machen wir. Ich hab mega Bock auf Boss. Lol. Pepino vs. Pepino. What the shit? Thank you.
check's halt nicht. What the fuck ist das jetzt, Alter? Hä? I don't get it. Okay, ich muss ihn hitten, wenn er mich nicht gerade grabben oder hitten will. Das ist der Richtige. War Hit Nummer 1. Alter, was ist das für eine Verarschung, Alter? Wollt ihr mich komplett? Ja, lol. Keine Ahnung, was das für ein fucking Drogentrip ist, Alter. Ah, und es ist immer eins frei. Oh mein Gott. Erst die erste Phase. Der hat es verzögert. What the fuck? Alter, der Boss war ja der größte von den Drogentrips bis jetzt. Be okay.
Bin mir ehrlich gesagt unsicher, ob ich den tatsächlich wiederholen möchte. Yeah, Oscar, while doing a dive in the air and pressing down, you will directly go downward with a body slam. Only useful if you want to save time. While doing an air dive. Irgendwie funktioniert das nicht. You need to be this tall. Lol. Valerie fehlen mir ja noch. Ah, ich will den Boss wiederholen. Geht mir dann doch am Arsch. Fake Pepino, diesmal schaut's anders aus, okay. Das ist mir zumindest, wie es funktioniert. Ach, scheiß da gerade. Das ist so dumm, dass ich da so reingelaufen bin. No, das darf unter gar keinen Umständen nochmal passieren, Alter. Ich hab keine Ahnung, wie schnell er ist, aber ich will ihn noch ganz ehrlich nicht hinter mir sehen. Und mich stresst die Musik schon genug aus, als dass ich ihn sehen mag. Das war gut! Also auf jeden Fall ein A. Ich glaube, für S-Rank dürfen wir kein einziges Mal gehittet werden. Ich glaube echt, dass S-Rank einfach fehlerlos ist. Nachdem man den Boss gecheckt hat, ist es gar nicht so schwer.
Aber es dauert halt ein bisschen, den Boss zu checken. 3 Hits hatte ich bekommen, ja. 2 davon waren richtig unnötig. Jetzt müssen wir nur die anderen Level finden. Die müssten dann in die Richtung hier sein. Unlocked by killing 1000 enemies in a playthrough. Itchy sweat. Unlocked by getting punched by Grandpa Pepper in the Pig City. Unlocked by getting hurt 50 times. The one and only. Unlocked by finishing all of the floor 1 levels in less than an hour. Nice. Dann nehmen wir gleich mal den roten. Schauen wir mal hier rein. Oh shit! Walljump. Ich bestehe aus Käse, Alter. Hä? Gott, ist es nervig. Einfach durch ihn durch. Ah, okay. War mir nicht bewusst. Ich dachte, dass ich rollen muss. LOL! Fick dich, Pizza. Niu. Fuck. So, da ist nichts, das ist ja noch so ein Material. Damn. Fuck. No! Fuck, das ist ein One-Way. Gibt's irgendwo ein Material? Monkey! Fuck, ich wollte einfach nur aufladen, Alter. Ah. Wow, dieser scheiß Affe. Oh, jetzt ist alles sad. Ah, und dann komme ich hier durch und kann den dann machen. Ich verstehe. Fuck, das wollte ich nicht. Ach
so, manche davon sind fake und manche davon sind echt. Ah. Ich verstehe. Fick dich doch, Alter. Jetzt check ich, was man damit auf sich hat. Lol. Ja, ich weck dich. Wird gemacht. Prinzessin auf der Erbse. Fuck. Okay, es geht scheinbar nicht gut. Das ist actually cool. Das ist actually uncool. Das ist actually cool. Fick dich doch, Alter. Ich weiß halt nie, wo tatsächlich weitergeht und wo es... Warum bin ich jetzt noch der Erbse? Danke. Ah, warum nicht? Ist das hier Bonusgebiet ist? Hey Jori, einen wunderschönen guten Abend und vielen Dank für den Raid. Was geht ab, mein Lieber? Wie war dein Stream? Was hast du Schönes getrieben? Fick dich doch, kannst du mich bitte, danke. Augenblick geben, ich bin gerade. Oh wow. Ein bisschen am Speedrunnen. Oh, ich habe den Hausmeister nicht gefunden. Scheiße. Wo war der? No, geh weg. Nein, 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 nein. Zeichnet.
Lauf! No! No! Wo ist Käse? 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 Ich brauch Käse! Käse! Nein, ich hab's verkackt! Nein, ich hab's nicht verkackt, ich kann da hoch. Wir haben's geschafft. Woo! Hellworld habt ihr gespielt, sehr gut. Wir haben das Jubiläum eingeleitet mit verschiedenen Spielen. Mir geht's wunderbar, vielen Dank. Ja, stimmt, was ist dein Favorite Pal? Hallo und herzlich willkommen an alle. Lunatic mein Name, gerne auch Luna oder Luni als Kurzform. Bei mir gibt es eigentlich alles Mögliche an Content, wie man sich's nur vorstellen kann, würde ich jetzt mal sagen. Über Time mache ich nicht, ich mache nicht alles. Aber von Games, von Nintendo, von uralt bis zu neu, alle möglichen Indie-Games gibt es bei mir. Malbücher habe ich gemacht, ich habe Puzzles gemacht, ich habe mich des Öfteren verkleidet und mich zum Affen gemacht. Ich habe sogar Just Dance Super Mario Edition gespielt, also Tanzen gab es auch schon bei mir. Wir haben uns vorhin gemeinsam die Nintendo Indie World und Partners Direct angesehen. Und ja. Und Happy Jubiläum und wie gefällt dir Palworld? Und viel österreichisches Geschimpf, das auch definitiv. Ich habe Palworld eine Zeit lang gespielt, aber ich glaube nach 40 Stunden, sind es 40 Stunden, habe ich es dann sein lassen. Es ist ein ganz cooles Game, aber nicht so ganz meins. Aber die ganzen Pals sind auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant und sehr cool und Depresso ist absolut mein Seelentier und mein liebstes Viech. Okay, es sind nur 16,8 Stunden. Es ist auch ein bisschen weniger, als ich dachte. Aber finde ich bisher gut. Ich habe Survival-Spiele. Der Survival ist so gar nicht mein Genre. Das einzige Survival-Spiel, das wirkliche Survival-Spiel, das ich gespielt habe, war wie heißt das mit den Kindern im Garten? Gott, mir fällt der Name nicht ein. Na, mir wird's nicht einfallen. Mir wird's absolut nicht einfallen. Und ja, heute gibt es dieses weirde, aber doch coole Game namens Pizza Tower. Das wurde heute sogar für die Switch angekündigt, für alle, die nur eine Switch besitzen. Und es ist sehr stark inspiriert worden von den alten Wario World Games. Warum hast du mich geschlagen? What the fuck war das jetzt? Au. Jetzt habe ich meine wenigen Punkte auch schon aufgegeben. No, kannst du bitte noch wieder herkommen, danke. Wirf eine Bombe. Wirf eine Bombe. Verdammt. Autsch. Das habe ich wohl verkackt. Ja, mir fällt das Game einfach nicht ein, wie es geheißen hat. Ah, oh, ich brauche eine Bombe. Was? Danke. Okay, ich bin gerade zu dumm dafür. Grounded, ja, danke, Grounded, das war's.
Okay, von dem Level bin ich bis jetzt nicht ganz so begeistert. Da ist das Hausmeister-Ding. Wie komme ich da hin? Wait. Da will ich hin. Achso, da komme ich nur hin, wenn ich... Okay, gut zu wissen. Ich am Flüchten bin. Oh, das wird gleich meine erste D-Mission werden. Der zieht mich sogar mit meine Charges hoch, damit ich den Charge behalte. Oh, okay. Okay, willst du mich ärgern? Wie soll ich denn das hinkriegen? Ernsthaft jetzt? Jetzt hat die Hand mich verfehlt? Ich habe zurückgehalten, aber er wollte nicht. Danke. So, jetzt habe ich den Hausmeister. Wow, dass der mich instant angreifen kann. Da ist ein Auge versteckt. Holy crap. Ah, das ist cool. Das war cool. Hallo. Einmal durchrushen. Was ist das? Oh mein Gott, Flapspin. Ich bin ein gottverdammter Pizzakarton. Sehr interessant. Ja, die Inspiration von Wario Land ist definitiv gegeben. Auch geil, dass sich sein Symbol oben geändert hat. Okay, jetzt gefällt mir das Level schon ein bisschen besser. Also macht schon ein bisschen mehr Spaß und Sinn für mich. Oh damn, ist schon soweit. Gut, dass ich mich davon hochheben habe lassen. Ah, jetzt bin ich wieder ein Karton. Das ist schön. Oh crap, da wär's von der anderen Seite.
das gewesen. No, voll verkackt. Gib mir einen Gegner, ich will die Combo hochhalten. Kein Gegner, schade. LOL. Ja, ich will noch den Hausmeister irgendwo loswerden. Warte mal, kann ich da durch? No. Machst mich fertig. Diese Steuerung macht mich so oft so fertig. Da ist der Hausmeister gewesen, oder? Ja. Nice. Ein Hotdog. Was ist da in der Tür? Ah, und dann bin ich direkt am Ende. Was ist da drin noch? Da gibt es sicher auch noch irgendwas zum Holen. Ah, da wäre das. Ja, okay. Und geschafft. Booyakasha! Sehr gut. Au. Ich habe irgendwo einen Käfig verpasst. Wo habe ich einen Käfig verpasst? Bin ich jetzt mit den Levels hier durch? Ich glaube ja. Ja, bin ich. Überall A. Ein bisschen hier und da was ausgelassen. Das ist tatsächlich meine schlechteste Welt bis jetzt gewesen. Get out. 3 Level plus Boss. Aber die machen wir beim nächsten Mal weiter. Was äußerst du mich an? Dein Hund dreht durch wegen der Tourklingel. Welche Tourklingel? Welche Türklingel? Ah, so. Dann bedanke ich mich. Mit Türklingel, ah ja. Im Spiel wer geht so ein Ding durch. Okay. Der Hund hat was gegen Türken. Du findest das lustig. Wir hatten, in meiner ersten Firma hatten wir einen japanischen Hund, einen Shiba Inu. Der hat tatsächlich was gegen fette Leute gehabt. Er hat nur aggressiv gebellt, wenn jemand Fettes ins Büro gekommen ist. Das finde ich sehr faszinierend. Das habe ich auch so noch nie erlebt. Vielen Dank für den Follow. Ich bedanke mich recht herzlich an alle, die dabei waren. An die Raider. Wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Einen schönen morgigen Mittwoch. Und wir sehen uns morgen, alter Frische, mit noch mehr Pizza Tower. Und ich schicke euch jetzt zum lieben Wizzy rüber. Der spielt Red Dead Redemption. Passend für japanische Hunderasse. Du warst noch schmal damals. Ich bin dick, aber wir reden hier von fetten Leuten. Macht es gut. Passt auf euch auf. Bis dahin. Peace out. Ciao. Tschüss. Adios.